Meine Damen und Herren, ich rufe den nächsten Tagesordnungspunkt auf, 29, Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Friedensgebot der Hessischen Verfassung umsetzen. Abrüstung ist das zentrale Ziel. Drucksache 19/4665 aus 19. Die vereinbarte Redezeit beträgt 10 Minuten. Und zur Einbringung erteile ich dem Fraktionsvorsitzenden der LINKEN, Herrn van Ooyen, das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir bleiben dabei, Krieg schafft keinen Frieden. Mehr Waffen und mehr Militär verschärfen die weltweiten politischen und humanitären Probleme. Kriege, die mit deutschen Waffen geführt werden, treiben Menschen in die Flucht. Sie verursachen Armut, Arbeitslosigkeit und Umweltzerstörung. Auf die Spitze getrieben wird diese Politik durch die Sammelabschiebungen von Asylbewerbern in Bundeswehrkriegsgebiete wie Afghanistan. Der türkische NATO- und Flüchtlingsdealpartner unterdrückt zunehmend jede oppositionelle Regung und führt Krieg im eigenen Land und in Syrien. Der sogenannte Kampf gegen den Terror heizt den Terror nur weiter an. Das neuerliche Säbelrasseln zwischen Russland und der NATO löst keines der Sicherheitsprobleme der Staaten vom Baltikum bis zum Schwarzen Meer. Zu Verhandlungen und Ausgleich der Interessen gibt es keine vernünftige Alternative. Doch die Bundeswehr wird grundgesetzwidrig in immer mehr Staaten geschickt. Bis 2030 sollen 130 Milliarden € zusätzlich für Rüstung ausgegeben werden. Die in Büchel stationierten US-Atomwaffen werden modernisiert, anstatt dass wir auf eine atomare Teilhabe verzichten. Gleichzeitig fehlen überall Gelder für Bildung, Soziales und ökologischen Umbau. Die innere Militarisierung schreitet voran. Terrorangst wird geschürt, die Bundeswehr übt den Einsatz im Inneren und wirbt Minderjährige für den Kriegsdienst. Das sind die Themen beim diesjährigen Ostermarsch. Die NATO-Staaten geben jedes Jahr fast 1 Billion € fürs Militär aus. Das sind 2/3 der weltweiten Militärausgaben. Die Bedingungen des neuen US-Präsidenten Trump, alle NATO-Mitgliedstaaten hätten bis Ende des Jahres Zeit, einen Plan auszuarbeiten, um das 2-%-Kriterium zu erfüllen und sich damit die weitere militärische Freundschaft mit den USA zu erkaufen, ist skandalös. Schon die jetzigen Militärausgaben stehen in keinem Verhältnis zur tatsächlichen Bedrohungslage. Dass die CDU/CSU, allen voran Verteidigungsminister von der Leyen, dem amerikanischen Kurs blind und gerne folgen wird, daran besteht kein Zweifel. Die Auslandseinsätze der Bundeswehr haben zugenommen. Seit 2002 sind sie für 17 Milliarden € budgetiert. Wir exportieren den Krieg und wundern uns im Gegenzug über Flüchtlingsströme. Das ist absurd. Eine derart hohe Summe sollte man für die Verbesserung des Bildungssystems, der Erziehung und des Gesundheitswesens sicherlich besser einsetzen. Aber es gibt Hoffnung. Von Ende März bis zum 7. Juli laufen auf Basis des UN-Vollversammlungsbeschlusses vom 24.12.16 in New York Verhandlungen zum völkerrechtlichen Verbot von Atomwaffen. Ein Vertrag zur internationalen Ächtung soll eine für die Menschheit vielleicht überlebensentscheidende Lücke im Völkerrecht schließen. Biologische und chemische Waffen sind verboten. Endlich sollen nukleare militärische Potenziale ebenfalls verboten werden. 113 Staaten beschlossen die Resolution Towards a Nuclear Weapon-Free World. Aber die meisten Atommächte, die NATO-Staaten, darunter Deutschland, stimmten dagegen. Mit den regionalen Ostermärschen wollen wir deutlich machen, dass der Krieg hier in der Region beginnt. Dass Krieg und Terror auch immer näher zu uns kommen, wird spätestens seit den schrecklichen Terroranschlägen immer deutlicher.
Wir demonstrieren für eine andere Politik, die nicht immer Terror mit Krieg beantwortet, woraufhin noch mehr Terror und Krieg und Flucht die Folgen sind. Nein, wir wollen ein Ende dieser Gewaltspirale und fordern deshalb, dass die Fluchtursachen bekämpft werden, nicht die Geflüchteten. Fairer Handel statt freier Handel im Interesse der internationalen Konzerne. Rüstungsexporte sollen gestoppt werden. Keine Kriegseinsätze der Bundeswehr wie in Afghanistan, im Irak, in Syrien und Mali. Mit der Kampagne Krieg beginnt hier lenkt die Friedensbewegung das Augenmerk dorthin, wo in Deutschland Krieg vorbereitet wird. Das ist beispielsweise das Rüstungsunternehmen Diehl mit seiner Filiale in Frankfurt. Diehl produziert z.B. Munition, auch sogenannte Streumunition und sogar Drohnen. Diehl Aerospace entwickelt und liefert Ausrüstung für den Eurofighter und den Militärhubschrauber Tiger und NH90. Die Kasseler Rüstungsschmiede Krauss-Maffei Wegmann liefert Panzer in alle Welt, besonders gern in Kriegs- und Krisengebiete. Wir wollen eine Umwandlung in zivile Produktion und fordern daher keine Rüstungsproduktion, sondern Abrüstung und Konversion. Die Ostermärsche in diesem Jahr werden die Ausgangs- und Logistikzentren für die neuen Kriege thematisieren. Neben dem US-Headquarter in Wiesbaden, der CIA- und NSA-Zentrale in Frankfurt, auch die Bundeswehr-Kriegseinrichtungen. Hinzu kommt der Flieger aus Büchel mit den Atombomben, die ich schon beschrieben habe. Aktuell unterstützen Bundeswehr-Tornados aus Büchel den Krieg in Syrien. Wir sagen Nein zur deutschen Unterstützung der NATO- und US-Kriege von deutschem Boden. Hier von uns sollte Frieden ausgehen. Statt um Menschenrechte geht es laut dem Weißbuch der Bundeswehr vom vergangenen Jahr um, ich zitiere, freie Handelswege und gesicherte Rohstoffversorgung und die Erschließung, Sicherung und der Zugang zu Bodenschätzen, Vertriebswegen und Märkten. Die Einsätze dienen also offiziell Wirtschafts- und Machtinteressen im Kapitalismus. Statt Kriegspolitik fordern wir zivile Konfliktbearbeitung, Diplomatie und Gerechtigkeit. Auch Europa ist weit weg von seinen ursprünglichen Idealen von Völkerverständigung und Frieden. Europa verdichtet sich zunehmend als Militärbündnis. Es steht für Militarisierung, Aufrüstungsverpflichtung und Rüstungsgeschäfte. Die europäische Flüchtlingsabwehr Frontex und die NATO führen Krieg gegen Flüchtlinge. Statt Initiativen für ein soziales Europa zu setzen, wird in Brüssel ein neues militärisches EU-Headquarter eröffnet. Und wenn die Karrierecenter und Beratungsbüro der Bundeswehr, und wenn wir uns hier anschauen, die Werbetrucks und Heeresausstellungen wie beim Hessentag, die Infoveranstaltungen in Arbeitsagenturen, an Schulen und an Berufsmessen, überall werden junge Menschen, auch Minderjährige, für den Kriegsdienst rekrutiert. Ein 30 Millionen Euro teurer Werbezug wirbt dafür, Anführung, mach, was wirklich zählt und verschweigt, wie viele Menschen getötet, verstümmelt, traumatisiert werden und wozu diese Kriege eigentlich dienen. Gegen den Tag der Bundeswehr setzen wir unseren Slogan, Krieg ist kein Volksfest. Dieser Tag soll in diesem Jahr am 10. Juni in Rüsselsheim beim Hessentag und an 14 weiteren Orten stattfinden. Wir wollen keinen Tag der Bundeswehr, wir brauchen einen Tag für Abrüstung. Wir wollen das in unserem kapitalistischen System begründete Ausbildungsverhältnis endlich beendet werden. Das sind wir auch denen, die bei uns und mit uns leben wollen, mehr als schuldig. Wir erklären uns solidarisch mit den Menschen, die bei uns Zuflucht suchen, und auch mit denen, die bei uns in prekären Lebens- und Arbeitsverhältnissen leben. Wir wissen, der Kapitalismus trägt den Krieg in sich wie die Wolke den Regen. Das sagte der französische Sozialist und Pazifist Jean Jaurès. Angesichts der dramatischen Lage mit über 30.000 Toten an den EU-Außengrenzen, mit Hunderttausenden durch Soldaten ermordeten Menschen in den Kriegen seit Anfang 1990,
fordern wir die Waffen nieder und offene Grenzen für Menschen. Jedermann ist frei, sich aufzuhalten und niederzulassen, wo er will. Das steht in Artikel 6 unserer Hessischen Verfassung. Im Sinne des Grundgesetzes und der Hessischen Verfassung werde ich mich nun stärker außerparlamentarisch für die Ächtung des Krieges einsetzen. Ich hoffe dabei auf zunehmend stärkere, auch parlamentarische Unterstützung. Ich bedanke mich. Danke, Herr von Ooyen. Ich muss dem Haus zu meinem Bedauern mitteilen, dass dies die letzte Rede von Herrn Ooyen hier war. Ich hoffe, ich spreche in Ihrem allen Namen, wenn ich ihm für streitbaren Einsatz in den letzten 9 Jahren hier danke. Und persönlich, Willi, freue ich mich auf die gemeinsame außerparlamentarische Arbeit. Meine Damen und Herren, wir fahren fort mit Herrn May von Bündnis 90 Die Grünen. Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch für uns GRÜNE ist es völlig klar, dass wir eine aktive Außen- und Sicherheitspolitik mit einem starken Gestaltungsanspruch uns wünschen, eine Außenpolitik, die zu mehr Frieden und Sicherheit in der Welt beiträgt. Und auch wir wollen, dass in der Welt abgerüstet wird, dass es zivile Konfliktlösungen gibt und dass wir auf internationale Zusammenarbeit setzen. Es ist weiter für uns klar, verantwortungsvolle Außen- und Sicherheitspolitik beginnt nicht erst dann, wenn Konflikte gewaltsam eskalieren, sondern sie erkennt und entschärft möglichst früh die Ursachen von Krisen und Gewalt. Sie muss dem Leitprinzip der Menschenrechte folgen und die langfristigen Folgen ihres Handels im Blick behalten. Wir müssen mit langem Atem an den richtigen zivilen Lösungsansätzen arbeiten. Ich glaube, dass sich diesen Zielen alle Abgeordneten dieses Parlaments verpflichtet fühlen, dass sie alle hier im Raum sich einig sind, dass das Land Hessen mit seinen bescheidenen Mitteln auch dafür sorgen soll, dass diese so gewaltsame Welt ein Stück weit friedlicher wird. Dass die Linksfraktion heute diesen Setzpunkt aufgerufen hat, hat ja nun etwas mit den Mandatsveränderungen in der Fraktion DIE LINKE zu tun. Es ist ja auch schon hier während der Debatte aufgerufen worden, dass Sie, Herr von Ooyen, das Parlament verlassen werden. Ich möchte mich dem anschließen, was Kollege Utter schon gestern bemerkt hat, dass Sie Ihren Standpunkt hier im Parlament immer sehr sachlich und sehr ruhig vorgetragen haben. Dafür meinen Dank aussprechen. Und auch das, was Sie außerhalb des Parlaments gemacht haben, das Organisieren von Ostermärschen, Ostermärsche, welche die Politik mahnen, die friedliche Konfliktlösungen anmahnen und einfordern, die Entspannung und Abrüstung einfordern, das wird, sage ich mal, im Weg in den Forderungen, wie das erfolgen soll, da gibt es sicherlich geteilte Meinungen, aber dass Sie sich für diese Ostermärsche eingesetzt haben, für eine friedliche Demonstrationskultur, die zu unserer Demokratie untrennbar gehört, dazu möchte ich Ihnen Dank und Anerkennung aussprechen. Dennoch kann ich es Ihnen natürlich nicht ersparen, auch heute zu dem, was Sie beantragt haben und zu Protokoll gegeben haben, kritisch Stellung zu nehmen. Sie fangen mit Ihrem Antrag zu Recht damit an, dass Sie die grausamen Folgen des Krieges benennen. Cicero soll gesagt haben, der ungerechteste Frieden ist besser als der gerechteste Krieg. Und diesem Zitat liegt ja gerade zugrunde, dass es eigentlich nichts Widerwärtigeres als den Kriegszustand gibt. Wenn man da einmal ins Lexikon schaut und guckt, wie ist die Definition von Krieg, dann steht dort,
Krieg ist ein organisierter und unter Einsatz erheblicher Mittel mit Waffen und Gewalt ausgetragener Konflikt und weiter. Die dazu stattfindenden Gewalthandlungen greifen gezielt die körperliche Unversehrtheit gegnerischer Individuen und führt so zu Tod und Verletzung. Das heißt, im Krieg wird selbstverständlich das, was sonst in der Zivilisation undenkbar und nicht tolerierbar ist. Und genau deswegen ist es sicherlich ein uneingeschränkt befürwortenswerter Idealismus, den Krieg, der bislang untrennbar mit den Menschen erscheint, das muss man ja dazu sagen, und im hässlichsten Widerspruch zu allen Zivilisationsleistungen des Menschen steht, endlich überall und für immer zu beenden. Aber leider ist eben Idealismus noch kein Rezept. Und auch an dieser Stelle muss ich sagen, dass das, was die Linkspartei vorträgt oder programmatisch aufschreibt, eben für mich nicht überzeugend ist. Und an dieser Stelle muss ich auch heute die Kritik ansetzen. Ich sehe die hehren Ziele, aber ich sehe kein Konzept. Das, was Sie aufgeschrieben haben, stellt für mich keinen Weg dar. Und ich meine das nicht nur im Sinne von Unvollständigkeit. Das wäre noch zu verstehen, weil wir sind hier der Hessische Landtag und können daher die Themen nur oberflächlich diskutieren. Nein, ich glaube, dass der Antrag und Ihre Position auch im Grunde ein falsches Konzept verfolgt. Ich bin nämlich davon überzeugt, dass ein Zurückziehen auf den Nationalstaat, dass ein Nichtbeteiligen Deutschlands an Friedensmissionen der Vereinten Nationen eben nicht zu einem Mehrfrieden in der Welt führt, sondern dass das die Vereinten Nationen weiter schwächen würde und dass wir insgesamt mehr internationale Zusammenarbeit benötigen. Ich bin auch nicht überzeugt davon, dass man die Präsenz der NATO in Osteuropa als Säbelrasseln bezeichnen sollte und dann im selben Text kein Wort zur russischen Invasion der Krim und der Ostukraine sagt. Das mag vielleicht noch aus alter Verbundenheit und Anti-Amerikanismus Teilen der Linkspartei herrühren, aber ja, man muss es schon einmal sagen, es ist doch einfach aberwitzig, wenn Aggression aus Russland als Interessenkonflikt mit der NATO verniedlicht wird. Ich glaube vielmehr, die Erfahrungen, die wir in der Ukraine machen mussten, sind doch eher ein Beleg dafür, dass die NATO-Präsenz in den baltischen Staaten dort zu mehr Frieden beiträgt, als ihre Abwesenheit das tun würde. Und auch bei den anderen Bundeswehreinsätzen, die Sie immer wieder kritisieren, muss man fragen, wie ist denn Ihr Rezept? Nun hat die internationale Intervention in Afghanistan nicht dazu geführt, dass wir dort einen Frieden, so wie wir ihn verstehen, haben. Aber sie hat den Taliban-Staat, der vorher dort herrschte, abgelöst. Dass dann im Folge keine dauerhafte Befriedung eingetreten hat, hat sicherlich mit anderen Fehlern zu tun. Aber die Frage, die ich Ihnen stellen möchte, ist, wie soll man denn Leute wie die Taliban oder die ISIS auf dem Verhandlungsweg erreichen? Wie soll man denn mit Taliban und mit ISIS ein, wie Sie schreiben, kollektives Sicherheitssystem verhandeln, wenn diese Kräfte doch den Krieg niemals aufgeben werden, die versuchen, mit Terror ihn hierher zu tragen? Und da sage ich, glaube ich, da fehlt dem Pazifismus dann eine Antwort. Und da ist der Pazifismus in seiner radikalen Haltung dann doch mit seinem Latein am Ende. Ich persönlich bin den GRÜNEN nach dem Bielefelder Parteitag 1999 beigetreten, weil ich der Überzeugung war und bin, dass die internationale Gemeinschaft eben auch mit Waffengewalt reagieren können muss, nämlich dann, wenn es keine anderen Alternativen mehr gibt. Und dies aus grundsätzlichen Gründen abzulehnen, glaube ich, würde nach meinem Dafürhalten eher der Herrschaft des Unrechts dienen. Die Kernfrage ist und bleibt, ist doch, ob durch den konsequenten Verzicht von nur einem Teil der Staatengemeinschaft, und das ist ja das, was Sie einfordern, tatsächlich der Weltfrieden einziehen würde. Und ich glaube das nicht. Ich glaube, dass an dieser Stelle eben ein Konflikt zwischen Idealismus und Realpolitik bleibt. Und ich glaube, dass, wenn man, gestatten wir einen Hinweis, wenn man auf Bundesebene Verantwortung übernehmen wollte, dass man das dann auch nicht vertreten könnte. Und von daher sage ich ganz deutlich, Idealismus ist wichtig, aber er ersetzt nun einmal kein politisches Konzept.
Ich will noch an einer anderen Stelle Ihres Antrags einhaken. Sie zitieren ja die Hessische Verfassung. In der Hessischen Verfassung wurde nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs völlig zu Recht formuliert, jede Handlung, die mit der Absicht vorgenommen wird, einen Krieg vorzubereiten, ist verfassungswidrig. Dass Sie aber dann schreiben, dass derzeitige deutsche Politik dieses Gebot ad absurdum führen würde, dass Sie damit also Auslandseinsätze der Bundeswehr, die im Einsatz für die Vereinten Nationen tätig sind, in eine Reihe mit dem Vorbereiten eines Angriffskriegs setzen, ich glaube, das ist schon ziemlich unverhältnismäßig, um es einmal diplomatisch auszudrücken. Und ich weise diese implizite Gleichsetzung entschieden zurück. Abrüstung und internationale Zusammenarbeit, zivile Konfliktlösungen sind für uns GRÜNE weiterhin das Ziel für eine friedlichere Welt. Aber ein Zurückziehen Deutschlands aus der internationalen Verantwortung bringt uns, glaube ich, nicht weiter, dieses Ziel zu erreichen. Lieber Kollege Willy van Ooyen, zum Abschied meines Redebeitrages zu Ihrem Abschiedssetzpunkt darf ich Ihnen jedenfalls alles Gute für Ihren nächsten Lebensabschnitt und für das, was Sie sich vorgenommen haben, wünschen. Ich danke Ihnen für Ihr zivilgesellschaftliches Engagement, für Ihren Einsatz hier im Landtag. Und auch wenn wir in dieser Frage hier im Dissens bleiben müssen, wünsche ich Ihnen für die Zukunft alles Gute. Vielen Dank. Das Wort hat Frau Abg. Beer für die Fraktion der FDP. Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Herr Kollege van Ooyen, auch von meiner Seite alles Gute für die nächste Zeit. Und mit dem jetzt vorliegenden Redepunkt bleiben Sie sich ja auch im Moment des Abschieds treu an dieser Stelle. Ein bisschen Friedensbewegtheit und Ostermärsche, schon mehr Kapitalismuskritik, reichlich Amerikakritik und NATO-Bashing. Ich muss sagen, da bin ich beim Kollegen May. Es ist bei all dem, bei all der Gemeinsamkeit, dass jeder von uns Frieden will. Ich glaube, Sie unterstellen, dass niemanden der Kolleginnen und Kollegen hier im Saal, dass da irgendeiner eine andere Meinung hat. Aber bei all dieser Gemeinsamkeit doch reichlich naiv zu glauben, wir müssten nur die Waffen wegwerfen, schon gar einseitig. Und dann wäre dieses Friedensziel zu erreichen, Herr Kollege. Ich könnte es auch mit den Worten meiner Großmutter ausdrücken. Das war eine kluge Frau. Und die sagte bei solchen Diskussionen, Gott hab sie selig, die sagte bei solchen Diskussionen immer, ach Kind, weißt du, jedes Land hat eine Armee. Wenn es nicht die eigene ist, dann eine fremde. Und das ist genau das, was wir ja jetzt erleben, wenn die baltischen Staaten im Zusammenhang mit der NATO auf Schutz dringen. Ein Schutz, der mit der Präsenz der NATO dort ja vor allem verhindern soll, dass es zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommt an dieser Stelle. Und ich sage Ihnen sehr deutlich, Herr Kollege van Ooyen, ich halte es für einen großen Fehler, mit einer solchen Haltung sich im Grunde genommen auch wegzuducken, wegzuschauen, wenn Despoten, wenn Kriegstreiber Völker unterdrücken. Das kann nicht wirklich Ihr Ernst sein. Sie haben sich als Aufhänger für diesen Setzpunkt das Friedensgebot der Hessischen Verfassung gewählt, um überhaupt einen Dreh zu bekommen, ein derartiges Thema auf die Landtagsbühne zu heben an dieser Stelle. Und auch da sage ich Ihnen sehr deutlich, dass ich der festen Überzeugung bin, gerade auch als Freie Demokratin, dass mit Blick auf Artikel 69 unserer Hessischen Verfassung, aber auch dem Artikel 26 des Grundgesetzes, die Auslandseinsätze unserer Bundeswehr weder verfassungswidrig sind, noch diese Regelung in unseren Grundlagen ad absurdum führen.
Ja, das ist mir klar, dass Sie das anders sehen. Aber ich betone das auch deswegen, weil ich es richtig und gut finde, dass der Deutsche Bundestag darüber entscheidet, ob und wie lange unsere Bundeswehr sich an internationalen Einsätzen beteiligt. Wir als Freie Demokraten, wir haben gefochten dafür, dass es diesen Parlamentsvorbehalt gibt, gefochten auch vor dem Bundesverfassungsgericht, sowohl für den Parlamentsvorbehalt, aber insbesondere auch für dessen Einhaltung gestritten. Und Ihre Ablehnung jeglicher Auslandseinsätze der Bundeswehr halte ich für unverantwortlich. Das kann ich Ihnen sagen, warum, Herr Kollege van Ooyen. Sie können nicht auf der einen Seite immer den Vereinten Nationen das Prä geben und sich dann, Herr Kollege van Ooyen, und sich dann bei der Durchsetzung von UN-Resolutionen trollen, wegducken. Ich finde, dass die Bundesrepublik Deutschland, gerade wenn es darum geht, das, was die Vereinten Nationen beschlossen haben, dann eben auch die Verantwortung übernehmen, auch der Verantwortung nachkommen muss, die Vereinten Nationen bei der Schaffung und dem Erhalt des Friedens, Herr Kollege, nämlich darum geht es, Schaffung und Erhalt von Frieden entsprechend zu unterstützen. Die Bundeswehr hat das in der Vergangenheit getan. Sie hat dazu in den vergangenen 20 Jahren in verschiedenen Einsätzen mit anderen zusammen dazu beigetragen, dass internationales Recht durchgesetzt wird, Herr Kollege van Ooyen. Ich erinnere an dieser Stelle nur an die Einsätze KFOR oder auch EUROFOR, also Einsätze im Kosovo, in Bosnien-Herzegowina. Wenn ich das ernst nehme, was Sie heute hier gesagt haben, und das, was von der LINKEN ja auch immer wieder geäußert wird, dann wäre es, wenn es nach Ihnen gegangen wäre, würden wir heute noch mit dem Genossen Slobodan Milosevic reden und die von ihm veranlassten Säuberungen im Kosovo dulden. Und das kann nicht ernst sein. Und wenn Sie jetzt hier den Kopf schütteln, mit Verlaub, nur das Eingreifen der internationalen Gemeinschaft hat hier einen Genozid verhindert, und das werden selbst Sie nicht negieren können. Ähnlich wichtig sind für uns als Freie Demokraten auch die Einsätze gegen den internationalen Terrorismus und die Piraterie. Die Atalanta-Mission vor dem Horn von Afrika, Herr Kollege van Ooyen, sie ist ein Erfolg. Sie hat dazu geführt, dass seit 2013 kein Schiff im Seegebiet mehr entführt wurde. Mit zur Erinnerung, ich weiß nicht, ob Sie das verstehen, auch wie viel Leid hier sonst ausgedrückt wurde. Vielleicht, Sie haben doch schon geredet, vielleicht hören Sie mir einfach einmal zu. Das ist ja auch ein Ort der Meinungsvielfalt und der Meinungsfreiheit. Noch im Jahr 2011 wurden 176 Angriffe auf Schiffe am Horn von Afrika durchgeführt und 25 Entführungen gezählt. Und jetzt seit 2013 kein einziges Schiff mehr, während vorangegangen 2011 noch 736 Seeleute auf 32 Schiffen als Geiseln gehalten wurden. Sie können doch nicht sagen, dass das ein Erfolg und dass es ein Vorankommen in einer friedlicheren Welt ist. Und dann sage ich Ihnen dazu, es geht nicht nur um diese Maßnahmen, sondern wenn Sie diese Auslandseinsätze ablehnen, dann lehnen Sie auch ab, dass durch diese Einsätze humanitäre Versorgung durch das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen möglich wird. Und deswegen sage ich an dieser Stelle im Namen der Freien Demokraten im Gegensatz zu Ihnen ausdrücklich Danke an unsere Soldatinnen und Soldaten, aber auch an die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten im internationalen Einsatz für ihren Dienst. Denn ich glaube, dass Sie an dieser Stelle eine sehr wichtige Arbeit leisten und auch bereit sind, Ihre Gesundheit, Ihr Leben dafür einzusetzen, dass an anderer Stelle Frieden hergestellt oder Frieden erhalten wird. Und jetzt komme ich zum Thema NATO und Russland.
Den von Ihnen zitierten Satz, Sicherheit in Europa kann nur mit und nicht gegen Russland erreicht werden, teile ich durchaus. Die Frage, lieber Herr Kollege van Ooyen, ist aber, wie eine Zusammenarbeit mit Russland erreicht werden kann. An dieser Stelle hätte mich rasend interessiert, wie Sie, wie DIE LINKE denn die Handlungen Russlands in der Ukraine, z.B. die Annektierung der Krim, einschätzen. Aber kein Wort dazu an dieser Stelle. Warum fragen Sie sich nicht einmal, warum die baltischen Staaten so aufgeschreckt sind an dieser Stelle und wie wir verhindern, dass die nächste Grenze, die Putin im Gegensatz zum internationalen Recht, entgegen der Verträge, die ja selbst unterschrieben worden sind von Russland, auch über die Grenzen von Litauen, Estland und im Baltikum fahren? Nein, Herr Kollege van Ooyen, die Zusammenarbeit erfordert auch vertrauenswürdiges und rechtsstaatliches Agieren, und zwar auf beiden Seiten. Und ich persönlich kann nicht sehen, dass Russland unter Wladimir Putin bisher auch nur ansatzweise bewiesen hätte, dass er hierzu bereit ist. Ja, aber dann kann ich, Entschuldigung, dann kann ich mich doch hier nicht so aufstellen, wie der Kollege van Ooyen das vorgetragen hat. Ja, dann kann ich doch hier nicht den Putin-Versteher geben an dieser Stelle. Dann hätten Sie hier zumindest, dann hätten Sie hier zumindest skizzieren müssen, wie Sie es denn erreichen wollen, Putin auch wieder auf den Weg der Rechtsstaatlichkeit zurückzuführen. Sie haben sich hier zu Recht über die Zustände und die weiteren Entwicklungen in der Türkei unter Erdogan aufgeregt. Aber mit Verlaub, Putin ist jemand, der sein Volk schon länger unterdrückt und bespitzelt und der entsprechend sogar bereit ist, andere Völker zu überfallen und rechtswidrig zu besetzen. Und dann kommen wir noch zum letzten Punkt, nämlich der Frage der Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr. Wir als Freie Demokraten unterstützen das 2-%-Ziel. Es geht letztendlich darum, nicht nur selbst verteidigungsfähig zu sein im Hinblick auf die Ausstattung. Ich spreche da gar nicht davon, dass es ja mehr als peinlich ist, wenn unsere Verteidigungsministerin in Moskau strandet. Ich rede auch davon, unsere Soldatinnen und Soldaten so auszustatten, dass sie geschützt sind, und zwar sowohl in der passiven Ausstattung als auch in der aktiven Ausstattung. Das sind wir diesen Frauen und Männern schuldig an dieser Stelle, gerade dann, wenn sie für uns international Verantwortung übernehmen, die unser Parlament beschlossen hat. Ich wünsche Ihnen für Ihren Ruhestand alles Gute. Bitte? Na, dann wünsche ich Ihnen für Ihren Unruhestand alles Gute. Sie sind ja so im persönlichen Umgang ein anständiger Kerl. Nur leider gehen Ihre Positionen mit Ihnen selbst nicht in den Ruhestand. Das wäre die bessere Lösung gewesen. Also die Huldigung ziehen wir von der Redezeit ab. In Ordnung. So. Herr Kollege Grüger, Sie haben das Wort für die Fraktion der SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, meine verehrten Damen und Herren! Die Geschichte lehrt uns, ohne Gleichgewicht kann es auf Dauer keinen Frieden geben. Und dies bezieht sich nicht nur auf militärische Gleichgewichte, sondern auch auf ökonomische, auf Gleichgewichte in der Verteilung der Ressourcen und andere. Die Geschichte lehrt uns aber auch, Abrüstung, also Abrüstung setzt Gleichgewicht voraus. Ich frage mich, wie die jüngere europäische Geschichte verlaufen wäre, wenn wir damals das, was die Friedensbewegung und mithin übrigens damals auch ich selbst gefordert hat, nämlich eine massive einseitige Abrüstung im Westen dazu geführt hätte, dass wir heute hier so sitzen, wie wir hier sitzen.
Das ist zumindest, also ich meine, das ist jetzt eine theoretische Frage, weil es ist ja alles so nicht gekommen. Aber es gibt natürlich gute Gründe, davon auszugehen, dass es Sinn macht, auf Gleichgewichte hinauszugehen. Und dass das nicht nur militärisch ist, habe ich gerade schon gesagt. Der Kollege May hat gerade Cicero zitiert. Cicero wird ja folgender anderer Sinnspruch zugeschrieben, si vis pacem para bellum. Wenn du den Frieden willst, sei bereit für den Krieg. Das heißt nichts anderes, als wenn man sich nicht verteidigen kann, dann wird es schwer, Frieden zu halten. Ja, das ist richtig. Aber da kommen wir wieder zu dem Thema Gleichgewichte. Wenn man nicht im Gleichgewicht ist, dann wird es sehr schwer, den Frieden zu erhalten oder zumindest sich zu verteidigen, wenn man angegriffen wird. Und ich kann nur jedem empfehlen, mal zu unseren Kollegen, zu unserem Partnerland Litauen zu fahren. Ich habe da heiße Diskussionen erlebt mit Leuten, die sich ernsthaft Sorgen über die russische Aggression machen. Und da kann man nicht mal einfach hingehen und sagen, na ja, gut, also das Säbelrasseln der NATO gegen Russland, also ich erlebe das mindestens in Litauen genau umgekehrt. Das Säbelrasseln Russlands gegen die baltischen Staaten. Und in der Krim haben sie ernst gemacht. Als Schutzmacht des Vertrages über die Krim, nachdem die Krim zur Ukraine gehören sollte, bleiben sollte. Da gab es zwei Schutzmächte für die USA, das andere war die Russische Föderation. Drauf, egal. Also die, ich hätte jetzt fast etwas gesagt, was ganz unparlamentarisch ist. Die Russen, also die Russische Föderation hat sich nicht daran gehalten, was sie der Ukraine in diesem Vertrag versprochen hat. Sie ist kurzerhand mit grünen Männchen in die Krim einmarschiert und hat die annektiert. Und da kann man doch nicht einfach drüber hinweggehen. Da kann man doch nicht einfach sagen, na ja, also wir sollten jetzt aber schauen, dass wir irgendwie ganz friedlich damit umgehen. Natürlich sollten wir friedlich damit umgehen, aber auch sehr deutlich machen, das passiert definitiv nicht mit den Ländern des Baltikums. Und das passiert. Das passiert nicht mit irgendeinem unserer NATO-Bündnispartner, einschließlich der Türkei. Das ist doch einer der Punkte, warum es sinnvoll ist, darüber zu reden, ob die Bundeswehr, so wie sie im Augenblick ist, in der Lage ist, die Landes- und Bündnisverteidigung, wie sie übrigens im Grundgesetz festgeschrieben ist, auch wirklich umzusetzen. Und das wird zu Recht von vielen Fachleuten bezweifelt, dass die Bundeswehr, so wie sie im Augenblick ist, in der Lage ist, diese Landes- und Bündnisverteidigung durchzuführen. Und das heißt doch in der Konsequenz, dass wir sie besser ausstatten müssen, personell, materiell. Ob das dann nachher auf 2% des BIP in Deutschland hinausläuft, das ist ja eine ganze Masse, anders als in anderen Staaten, das weiß man nicht. Aber eines ist zumindest klar, so wie es im Augenblick ist, kann es doch nicht weitergehen. Die Truppe pfeift ja manchmal wirklich aus dem letzten Loch, und die Soldaten sind doch die, die uns verteidigen müssen, die dann nachher die Leidtragenden sind dieser Art von fehlender Ausstattung für die Bundeswehr. Und von daher, liebe Kolleginnen und Kollegen, an dem Punkt bin ich mir sehr gewahr der Tatsache, dass wir Bundeswehrstandorte auch hier in Hessen haben. Und ich freue mich darüber, dass wir die haben in Stadteilendorf, in Fritzlar. Und die Soldaten leisten dort. Die Soldaten leisten dort einen hervorragenden Dienst, und wie ich mich und ich habe mich davon überzeugen können, nicht immer unter guten Umständen. Da mangelt es an Ausstattung und da mangelt es an Möglichkeiten, und da müssen wir auf jeden Fall die Bundesregierung dabei unterstützen, dies deutlich besser zu machen. Ja, aber ehrlich gesagt, ja, wenn jetzt aus der FDP auf den Zwischenruf möchte ich gerne eingehen, ja, weil der Abbau der personellen Kapazitäten der Bundeswehr hat ja auch unter Schwarz-Grün stattgefunden. Also ich sage mal so, da hat sich ja Schwarz-Gelb, Entschuldigung, so weit waren wir ja noch gar nicht. Ne? Nicht im Bundestag. Wir werden das zu verhindern wissen. Aber
Aber wie gesagt, Schwarz-Gelb, also da hat sich jetzt keiner nach dem Fall der Mauer hat sich in der Frage ja keiner wirklich mit Ruhm bekleckert, was das angeht. Das liegt aber auch wieder an den Gleichgewichten, weil wir natürlich eine andere Welt, weil wir eine andere weltpolitische Situation in der Zeit hatten. Und da sind wir wieder beim Thema, Gleichgewichte. Wenn sich Gleichgewichte verändern, auf der einen Seite muss man darauf reagieren. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass Russland zunehmend militaristisch auftritt. Da kann man nicht einfach darüber hinweggehen und sagen, okay, unsere Antwort ist ja, Frieden schaffen ohne Waffen. Das kann es nicht sein. Was mich aber am meisten wundert an dem Antrag, lieber Willy van Ooyen, liebe Linkspartei, ist, dass das größte friedenspolitische Projekt, das es zurzeit in diesem Land und auf der Welt gibt, an dem auch Hessen massiv beteiligt ist, darin überhaupt gar keine Erwähnung findet. Das ist die Energiewende. Da reden wir auch wieder über das Thema Gleichgewichte. Um was werden denn die meisten Kriege geführt? Das kommt doch von euch immer. Ihr seid doch diejenigen, die immer sagen, Krieg um Öl, Krieg um Kohle, Krieg um Uran. Ja? Die Energiewende ist das größte friedenspolitische Projekt, das wir jemals auf die Beine gestellt haben, weil es diese Gleichgewichte wiederherstellt, meine Damen und Herren. Wir brauchen dafür keine Gebiete in Afrika. Wir brauchen Rohstoffe aus Afrika. Wenn wir die vernünftig fördern und fair bezahlen, haben auch die Menschen in Afrika etwas davon. Ja? Also von daher, ja, Willi, wir sollten das einfach noch einmal bei einem gepflegten Rotwein vielleicht in der Nähe von Bordeaux noch einmal ausdiskutieren. Ich komme zum allerletzten Punkt. Meine Damen und Herren, natürlich müssen wir die Abrüstung voranbringen, insbesondere im Bereich der Atomwaffen. Das ist ein riesiges Problem, insbesondere auch wegen der drohenden Proliferation. Aber ein Bereich wird immer übersehen. Das ist der Bereich der Handfeuer- und Langwaffen, die Atomwaffe des kleinen Manns, wie man auch immer gerne sagt. Und in der Tat freue ich mich deswegen, dass wir in dem Bereich z.B. eine stärkere Rüstungskontrolle jetzt durchgesetzt haben, dass gerade in diesem Bereich weniger Waffen exportiert werden. Und da müssen wir weiter daran arbeiten, dass solche Waffen in die Hände unserer Soldaten gerne kommen, aber nicht in die Hände von Leuten, die dafür nicht befugt sind. Und insofern denke ich, sind wir da auf dem richtigen Weg. Zum Schluss noch, mir wurde es ja gerade gesagt, dass Lobeshymnen auf den Willi hier von der Redezeit abgehen. Ich freue mich, dass ich, das sage ich jetzt ganz persönlich, mit dir hier im Landtag gesessen habe. Wir sind uns früher schon begegnet. Wie gesagt, ich bin bei Ostermärschen mit dabei gewesen. Ich halte es auch nach wie vor für richtig, dass es Menschen gibt, die sich dafür einsetzen, ja, weil davon lebt die Demokratie, dass wir über solche Sachen hart diskutieren, dass es unterschiedliche Positionen gibt und dass wir versuchen, daraus etwas Gemeinsames auf die Beine zu stellen. In diesem Sinne wünsche ich dir für dein weiteres Leben und für deine weitere politische Arbeit viel Erfolg. Vielen Dank. Er hätte noch 34 Sekunden weiter huldigen können. Okay, alles klar. Das Wort hat nun der Kollege Schwarz für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! Auch wenn das heute die letzte Parlamentsrunde des Kollegen Ooyen ist, kann ich Sie nicht ersparen. Willy van Ooyen und die Linken kommen immer daher wie die Friedenstauben. In Wahrheit sind Willy van Ooyen DDR-Kampfdrohnen. In Wahrheit sind es Kampfdrohnen gegen die Sicherheit in Deutschland. In Wahrheit Kampfdrohnen gegen unseren Rechtsstaat. Und, liebe Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, Herr Kollege, das Mikrofon ist für so lange Menschen wie Sie nicht geeignet.
Deswegen drücken Sie einmal den Knopf, damit das Mikrofon höher geht. Dann sind Sie besser zu hören. Noch höher. Ja. Geht nicht mehr. Geht nicht mehr. Aber wir können Sie nicht kürzen. Dann bitte ich mal das Unternehmen, es etwas lauter auszusteuern. Danke schön. Sie haben das Wort. Haben Sie schon wieder nicht aufgepasst, so wie gestern, als Sie das sagten? Herr Kollege Schäfer Gümbel, die SED-Nachfolgepartei bleibt mit ihren Forderungen, und das wurde in den Beiträgen immer deutlich, ein Sicherheitsrisiko für Deutschland. Die LINKEN stehen dem verfassungsrechtlich legitimierten Organen der Bundesrepublik Deutschland wie der Bundeswehr feindselig gegenüber. Und, meine Damen, meine Herren, mit Blick auf den Fraktionsvorsitzenden Willi von Neuen, während die NATO unsere Freiheit in den 80er Jahren verteidigt hat, hat Willi von Neuen etwas ganz anderes gemacht. Er hat damals auf dem Gehaltszettel von der SED durchfinanziert und durchgesteuert für die Deutsche Friedensunion als treuer Vasall der DDR gearbeitet. Das gehört zur Wahrheit dazu, und das möchte ich hier einmal hinterlegen. Willi von Neuen unterstützte damit die totalitären Unrechtsregime der DDR und der Sowjetunion. Ich habe den Eindruck, Herr Kollege von Neuen, Sie haben nie verwunden, dass es die DDR und die Sowjetunion, ich sei sehr bewusst, Gott sei Dank so nicht mehr gibt. Fragen zu Ihrer Rolle als Geschäftsführer der Deutschen Friedensunion bleiben. Warum haben Sie 1984 als hessischer DFU-Geschäftsführer und als Bundesgeschäftsführer der DFU den Status der Deutschen Friedensunion von einer Partei zu einer politischen Vereinigung verändert? War es die nötig gewordene Offenlegung der Finanzströme, die die Verbindung mit den DDR-Kadern deutlich gemacht hätten? Warum durften Sie im Hotel des DDR-Ministerrates logieren? Warum waren Sie von Zollkontrollen und Mindestumtausch bei der DDR befreit? All diese Fragen können Sie ja hier gerne einmal beantworten. Im Übrigen, überall dort, für die Bereiche, für die Sie sich eingesetzt haben und zu Teilen auch noch engagieren, Staaten, die Sie favorisieren, sind die Punkte Meinungsfreiheit und Pressefreiheit komplette Fehlanzeige, beispielsweise nur einmal, um ein Bild zu nennen, Venezuela, Stichwort Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, auf dem Platz 137. Zurück zu Ihren Hoffnungen zur Abschaffung der NATO. Ich will das für die CDU-Fraktion sehr deutlich sagen. Ihrem Kniefall vor Russland stehen wir zu einem klaren Bekenntnis zum transatlantischen Werte- und Verteidigungsbündnis. Sie sind gegen Europa. Sie unterscheiden sich in Ihren sehr platten Parolen häufig nicht von denjenigen, die auf AfD-Seite unterwegs sind. Die Geschichte lehrt uns, dass die Werte wie Freiheit und Demokratie keine Selbstverständlichkeit sind und die Abschaffung der Bundeswehr mit ganz großer Sicherheit das völlig falsche Signal in einer unsicheren Zeit wäre. Ich habe vor wenigen Wochen ein Gespräch mit dem Kommandeur des Landeskommandos Hessen führen können, General Klink, den ich von hier aus herzlich grüße. Er wird am 24. März in den Ruhestand verabschiedet. Ein hochinformatives und spannendes Gespräch, aus dem deutlich wurde, welche große Wertschätzung den Soldatinnen und Soldaten gegenüber erbracht wird. Und eine Umfrage des Global Trust Institutes hat vor einer Woche ergeben, dass zwei Drittel der deutschen Bevölkerung gegenüber der Bundeswehr
und den Soldatinnen und Soldaten ein sehr, sehr positives Verhältnis haben. Das halte ich für gut, das halte ich für richtig. Und, meine Damen, meine Herren, wir sollten an dieser Stelle all denjenigen, die unsere Freiheit im In- und Ausland verteidigen, die unsere Sicherheit gewährleisten, Dank, Respekt, unsere Solidarität und große Anerkennung gegenüber sagen. Genau das machen nämlich unsere Soldaten, beispielsweise am Horn von Afrika, im Mittelmeer, in Afghanistan, in Mali und im Kongo. Und deswegen bleibt es dabei, wir brauchen eine ordentlich ausgestattete Parlamentsarmee. Die Einsätze sind alle legitimiert über den Deutschen Bundestag. Da bin ich froh, dass dort auf Parlamentsebene die Entscheidung getroffen wird und dementsprechend es nicht willkürlich ist, wer wo zum Einsatz kommt. Wir brauchen die Streitkräfte auch zum internationalen Kampf gegen den Terrorismus. Nur so können wir erfolgreich sein. Und ich hätte mir, Herr Kollege Eulen, sehr von Ihnen gewünscht, dass Sie einmal deutliche Worte gegen völkerrechtswidrige Vorgehensweise von Russland hier artikuliert hätten. Auch in Ihrem Antrag keinerlei Hinweis dazu. Ich finde das beschämend. Es zeigt einmal mehr Ihr vollständig antiwestliches Weltbild, Ihr vollständig Anti-NATO-Verständnis. Und Sie wollen unser Land und die westliche Wertegemeinschaft schwächen, damit andere die Möglichkeit haben, stärker und größer zu werden. Genau das werden wir verhindern. Genau deswegen unterstützen wir dann auch. Genau deswegen unterstützen wir auch beispielsweise die Freunde auf dem Baltikum, damit es dort nicht zu ähnlichen Dingen kommt, wie es seinerzeit auf der Krim geschehen ist. Ich persönlich bin immer wieder verwundert, allerdings überrascht es in der Tat nicht mehr, welch devotes Verhältnis Sie gegen dem russischen Aggressor tatsächlich pflegen. Ich wünsche allen Bundeswehrsoldatinnen und Bundeswehrsoldaten alles Gute bei ihren Einsätzen, die sie zur Verteidigung von Freiheit, von Demokratie und von Wohlstand für uns in der Wertegemeinschaft, im europäischen Kontext, gemeinsam mit unseren transatlantischen Partnern erbringen. Und insofern halten Sie sich einmal mit den von Ihnen befreundeten Ländern und den Staatsführern, wenn Sie jetzt im Ruhestand sind, haben Sie ja Zeit, ob Sie sich nicht ein Stück weit an unserer Friedenspolitik und Friedensorientierung ebenfalls ein Beispiel nehmen wollen. Für Ihre politische Arbeit kann ich Ihnen, um zum Abschluss zu kommen, für Ihre politische Arbeit kann ich Ihnen für die Zukunft nicht alles Gute wünschen. Da verzichte ich ausdrücklich drauf. Für Ihren persönlichen Lebensweg wünsche ich alles Gute, allerdings nicht für Ihr politisches Wirken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Zu einer Kurzintervention erteile ich Herrn Abg. Schaus das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Diese Rede hat mich eigentlich nicht überrascht, weil sie zeigt in der Tat, dass die CDU noch nicht einmal in der Lage ist, bei der letzten Rede des Kollegen Willi van Ooyen ihren Kalten Krieg wenigstens zu unterbrechen. Ihren Kalten Krieg wenigstens zu unterbrechen. So. Und ich möchte darauf hinweisen, dass, wenn Sie in akribischer Art und Weise hier Vorträge halten über das Persönliche. Es war keine inhaltliche Diskussion. Und Sie als Oberplärrhals, Herr Bellino, sollten an dieser Stelle auch einmal ruhig sein. Ja, ich halte es unerträglich, dass hier ständig reingepult wird. Herr Kollege Schaus. Herr Präsident, ich nehme das zurück. Herr
Herr Kollege Bellino, Sie haben vielleicht gemerkt, dass ich das Wort habe. Ich habe das Wort, Herr Kollege Bellino. Weder Sie noch Herr Schaus. Herr Schaus hat, Herr Oberblech hat es gesagt, Herr Bellino hat es zurückgenommen. Ist das richtig? Ja. Danke schön. Aber Sie müssen immer das letzte Wort haben, ne, Herr Bellino. Das müssen Sie immer haben. Ja. In jeder Situation. Ist schon klar. Ist schon klar. Also, setzen Sie Ihren Kalten Krieg weiter fort, ja, mit dem Offizier der Reserve, den Sie hier in die Diskussion reingebracht haben. So, also, wenn das Ihre Friedenspolitik ist, dann wird sich nicht nur Herr van Ooyen dem nicht anschließen, dann wird sich die gesamte Linke dem nicht anschließen. Da bin ich ziemlich sicher. Und ich will an einer Stelle nur auf einen wichtigen Aspekt hinweisen. Anträge, die unsere Fraktion einbringt, werden von der Fraktion formuliert und getragen. Also unterlassen Sie gefälligst sozusagen diese personalisierte Debatte auf Herrn van Ooyen bezogen. Das ist unanständig. Herr Kollege Schwarz, bitte? Jetzt redet erst der Herr Abg. Schwarz. Der hat ein Recht auf die Erwiderung. Bitte schön. Herr Kollege Schaus, Ihr Beitrag war einmal mehr entlarvend. Sie sind im Kalten. Sie befinden sich in der Tat im Kalten Krieg. Und ich will in der Tat mal darauf hinweisen, dass bis zur völkerrechtswidrigen Annexion der Krim die Sicherheitsarchitektur in Europa funktioniert hat. Es gab keine völkerrechtswidrigen, illegalen Grenzverschiebungen. Das waren nicht die westlichen Werte. Es war nicht das westliche Bündnis, das sich an einer solchen Maßnahme in irgendeiner Form beteiligt hat. Insofern weise ich das aufs Schärfste zurück. Punkt 1. Punkt 2, Herr Kollege van Ooyen, ich habe das ja versucht, am Ende etwas versöhnlich zu gestalten. Allerdings auf Ihre Vergangenheit dürfen wir blicken, müssen wir blicken, und Ihre Verantwortung, Ihrem eigenen Tun in der Vergangenheit sind Sie verantwortlich. Ich bin immer noch eigentlich gespannt auf Ihre Antwort. Da kommt nämlich nichts. Da kommt keinerlei Aussage zu Ihren Aktivitäten in der damaligen Zeit, damit das auch einmal in aller Deutlichkeit gesagt wird. Unterm Strich, das westliche Bündnis steht für Frieden, steht für Sicherheit. Und ohne eigene Stärke werden wir in dieser doch sehr in Unruhe geratenen Welt ganz gewiss den internationalen Terrorismus nicht besiegen. Insofern, das Maß aller Dinge ist die eigene Stärke der friedvollen westlichen Kräfte. Vielen Dank. Das Wort hat Herr Staatsminister Wintermeyer. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Kollege van Ooyen ist im persönlichen Umgang ein netter Mensch. An sich kann man ihm auch nie böse sein. Aber politisch hat er es faustdick hinter den Ohren. Ich habe Sie einmal, als ich noch nur Parlamentarier war, als der Wolf im Schafspelz bezeichnet. Das würde ich heute genauso wieder tun, wenn ich als Parlamentarier hier reden dürfte. Heute ist Abrüstung sein letzter Setzpunkt im Plenum des Hessischen Landtages. Aber abschiedsmilde werden Sie auch von mir wie von allen Vorrednern nicht erwarten können. Ihr Antrag ist, wie ich meine, ein letztes parlamentarisches Beispiel für einen Politcocktail, den Sie mit Ihren gesammelten anti-westlichen Parolen, Ihren Aufrufen, Texten und Flugblättern aus den letzten vier Jahrzehnten garnieren und hier im Hessischen Landtag zum wohlschmeckenden Verzehr anbieten wollen. Da darf ich Ihnen ruhig sagen, da schmeckt mir mein Hustensaft, den ich momentan einnehme, wesentlich besser. Meine Damen und Herren, ich spreche Ihnen auch, wie einige meiner Vorredner, Herr van Ooyen, den ernsthaften Willen, und wenn Ihre Fraktion auch dennoch den Antrag als Fraktion beschlossen hat, wie das ja eben gesagt worden ist, auch
Ihrer Fraktion den ernsthaften Willen ab, eine einigermaßen objektive außen- und sicherheitspolitische Debatte zu führen. Sie klammern einfach Fakten aus. Es war, darauf wurde hingewiesen, Russland, mit dem Sie laut Ihrem Antrag, den muss man ja mal durchlesen, meine Damen und Herren, ein kollektives Sicherheitssystem gemeinsam bilden wollen. Ein kollektives Sicherheitssystem bilden wollen. Es war Russland, das völkerrechtswidrig sich z. B. die Krim einverleibt und die Grenzen mit militärischen Mitteln verändert hat. Was sagen Sie denn dazu, Herr van Ooyen, in Ihrer letzten Rede im Hessischen Landtag? Wer das, wie Sie ausklammert, wer das ignoriert, disqualifiziert sich doch für jede ernstzunehmende Diskussion. Oder, Herr van Ooyen, billigen Sie etwa das russische Verhalten? Und warum fordern Sie in Ihrem Antrag, die militärische Präsenz der NATO im Baltikum zu stoppen? Im Baltikum, das wissen Sie jedoch genauso gut wie ich, leben wie in der Krim 25% Russen. Und der Grund, weswegen Herr Putin, mit dem Sie ja strategische Partnerschaften gründen wollen, die Krim überfallen hat, war, das kennen wir auch vor Beginn des Zweiten Weltkrieges, zum Schutz der eigenen Nationalität, zum Schutz der Russen entsprechend. Also, ich frage Sie, warum fordern Sie in Ihrem Antrag, die militärische Präsenz im Baltikum zu stoppen? Darauf müssen Sie Antworten geben. Die sind mir wichtiger als die Antworten auf Ihre frühere Mitarbeit in der DFU und wer diese finanziert hat. Das Friedensgebot der Hessischen Verfassung, Herr van Ooyen, das sollten Sie mal, wie ich meine, Herrn Putin vorlegen. Und ich rufe Sie von hier diesem Rednerpult auch als Mitglied des Hessischen Landtages, aber auch als Landesregierungsmitglied auf, kämpfen Sie in Moskau für den Frieden. Meine Damen und Herren, ungeachtet der überwiegenden Zuständigkeit des Bundes, nur so viel seitens der Hessischen Landesregierung zum Antrag. Erstens. In der Ukraine-Krise muss es durch weitere politische Prozesse gelingen, die Vereinbarungen von Minsk zu erfüllen. Und vor allem muss es einen verlässlichen Waffenstillstand geben. Ich bin davon überzeugt, dass der Gesprächsfaden zur Russischen Föderation nicht abbrechen werden wird und der diplomatisch-politische Prozess fortgehen muss. Zweitens. Die NATO ist nicht obsolet, sondern wir brauchen sie dringender denn je. Das, meine Damen und Herren, hat gerade die russische Einverleibung der Krim ja verdeutlicht. Die europäische Friedensordnung nach dem Zweiten Weltkrieg, die Bundeskanzlerin hat das bei der Münchner Sicherheitskonferenz noch einmal sehr verdeutlicht, ist auf dem Prinzip der territorialen Integrität aufgebaut. Und dieses Prinzip wurde missachtet und gebrochen von Putin. Dieses Prinzip auf Dauer zu verletzen, meine Damen und Herren, würde die gesamte europäische Ordnung ins Wanken bringen, auf Kosten von Frieden und Freiheit. Drittens. Die Nordatlantische Allianz ist und bleibt ein Bündnis kollektiver Sicherheit und kein Angriffsbündnis. Da können Sie Anträge schreiben, wie Sie wollen. Und es ist richtig, die östliche Flanke zu stärken, damit die Solidarität innerhalb des Bündnisses auch demonstriert wird. Viertens. Die Bedeutung der Bundeswehr wird steigen. Sie ist ein Teil unserer Gesellschaft. Sie ist eine Bürger- und Parlamentsarmee. Die Bundesrepublik wird auch ihren Verpflichtungen als Bündnispartner nachkommen, auch in Krisenregionen, wo beispielsweise ein fehlgeleiteter Islamismus, wo IS-Terror und grausame Menschenrechtsverletzungen unsere Solidarität für die Menschen und für Frieden und Freiheit einfordern. Wir dürfen vor diesen Verbrechen nicht die Augen verschließen. Und die Hessische Landesregierung dankt ausdrücklich unseren Soldatinnen und Soldaten, insbesondere denen, die im Einsatz sind. Fünftens. Nur noch ein Wort zu Ihrem Anti-Amerikanismus, der sich ja durch alle Ihre Gedanken zieht. Bei allen Herausforderungen, auch durch die neue amerikanische Regierung, werden wir die Wichtigkeit der deutsch-amerikanischen Beziehungen nicht infrage stellen. Und wir sind dankbar dafür,
dass das Headquarter des amerikanischen Heeres in Europa hier in Wiesbaden ist. Meine Damen und Herren, die internationalen Beziehungen und die internationale Politik stehen vor vielfältigen Herausforderungen. Wir wollen nie mehr die Unfreiheit in unserem Land und in Europa. Aber Freiheit ist ein kostbares Gut, das auch immer wieder verteidigt werden muss, Herr van Ooyen. Frieden will jeder. Aber und mit uns, unsere Partner in Europa und in der NATO, wollen Frieden in Freiheit. Eine Freiheit, die es Ihnen, sehr geehrter Herr Abgeordneter van Ooyen, ermöglicht, solche Anträge zu stellen, politische Folklore zu machen, darüber hinaus Osterspaziergänge für was auch immer im FDJ-farbenen Hemd zu machen. Die Hessische Landesregierung wünscht Ihnen menschlich alles Gute, und politisch wünschen wir Ihnen Abrüstung von politisch überholten Vorstellungen aus dem ausgehenden letzten Jahrhundert. Alles Gute. Das Wort hat der Abg. Dr. Wilken, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Sehr geehrter Herr Staatsminister, selbstverständlich haben wir von Ihnen keine Milde erwartet in einer solchen Debatte. Aber ich hätte mir den ein oder anderen Bezug zu dem politischen Inhalt der Debatte hier gewünscht. Und zwar auch vollkommen klar, wenn wir an dieser Stelle über Frieden reden wollen, dass wir Ihnen damit die Möglichkeit geben, über Krieg zu reden. Deswegen noch einmal zwei, drei, ich hoffe, klipp und Klarstellungen, die ich hier vornehme, weil, wie Sie jetzt eben gehört haben, ich Herrn van Ooyen zu seiner letzten Rede beglückwünscht hatte, er also jetzt hier nicht noch einmal ans Redepult geht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, seitens der LINKEN will ich ganz klipp und klar sagen, selbstverständlich verurteilen wir jedweden völkerrechtswidrigen Akt. Aber im Gegensatz zu anderen hier im Hause haben wir auch nicht den völkerrechtswidrigen Angriff und Krieg in Kosovo vergessen. Zweitens, Herr Mann, lass ihn doch einfach. Zweitens, Sie werden von uns nie und nimmer eine Verteidigung in irgendeiner Art und Weise von Putin hören, weder bezogen auf seine Außenpolitik noch auf seine homophobe Innenpolitik. Das werden Sie von uns nicht hören. Dann unterstellen Sie es uns auch bitte nicht immer. Drittens. Wir werben, seitdem wir Mitglied in diesem Hause sind, immer in der letzten Plenardebatte vor Ostern für die Ostermärsche. Leider haben Sie die Chance verpasst, mit uns darüber zu debattieren, warum diese Ostermärsche immer wichtiger werden. Ja, meine Damen und Herren, jede Bombe tötet, auch die russische. Aber auch jede Waffe findet ihren Krieg. Das sind die Inhalte, mit denen wir in den Ostermarsch gehen. Deswegen thematisieren wir es hier. Und ich hätte mir gewünscht, Sie hätten mit uns darüber debattiert, als über die persönliche Vergangenheit eines zukünftig ehemaligen Abgeordneten dieses Hauses. Ich bedanke mich. Das Wort hat der Abg. Grumbach, SPD-Fraktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss gestehen, ich bin etwas verwirrt über die Art der Debatte im Hessischen Landtag.
Wir haben in Hessen eigentlich mit allen politischen Parteien die Hessische Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung gegründet und unterstützt, weil sie einen rationalen, differenzierten und ausgewogenen Umgang mit Prozessen von Krieg und Frieden beschreiben kann. Wir tun hier heute so, als hätte es diese Stiftung niemals gegeben. Ich glaube, dass das so nicht geht. Sondern ich glaube schon, dass wir sehr genau schauen müssen, wie politisches Handeln Bewaffnetes provoziert und Bewaffnetes politisches. Und die Frage, dass wir in Europa nur gemeinsam unter Ausgleich aller Interessen Frieden kriegen, dafür hat der ehemalige Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei den Friedensnobelpreis gekriegt. Und ich sage, er hat ihn zu Recht gekriegt, weil man kann. Man kann diese Debatte nicht so führen, als gäbe es nur einen Schuldigen und einen Nichtschuldigen, egal wie rum, sondern es gibt Verantwortliche. Und unser Job ist es eigentlich, darüber zu diskutieren, wie man einer solchen Verantwortung gerecht werden kann. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, es liegen mir keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir kommen zur Abstimmung über den Herrn Kollege Schaus zur Geschäftsordnung. Herr Präsident, wir wollten gerne den Antrag in den Hauptausschuss überweisen. Der Antragsteller verändert seinen Antrag dahingehend, dass es kein Entschließungsantrag ist, sondern ein Antrag. Deswegen ist der Antrag auf Verweisung. Dem werden wir zustimmen, wenn Sie nichts dagegen haben. Ist jemand dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Dann wird er in den Hauptausschuss überwiesen und dort weiter behandelt bis zu seiner Rückkehr in den Hessischen Landtag.